Ich denke, ein Treiber, dass wir automatisierte Schleusen brauchen, ist das zunehmende Mobilitätsbedürfnis von unseren Passagieren, von der Bevölkerung. Wir haben im letzten Jahr 27 Millionen Passagiere gehabt, werden dieses Jahr 28 Millionen Passagiere haben. Wir brauchen mehr Kapazitäten und darum haben wir die automatisierten Gates eingebaut. Also die Schleusen, die wir jetzt installiert haben, die sind Schleusen bei der Einreise nach Zürich. Die Schleusen ermöglichen, dass man auf einem kleineren Platz mehr Passagiere kann über Grenzen durchschleusen kann. Damit gibt es kürzere Wartezeit für Passagiere. Die grösste Herausforderung ist, eigentlich, dass wir die Baustelle während dem laufenden Betrieb machen. Das heisst, wir haben rund um die Bauwand herum haben wir den Tagesbetrieb. Wir haben die Halle, die ab und zu voll ist. Das heisst, wir dürfen nicht zu viel Lärm verursachen während dieser Zeiten. Der ganze Passagierstrom muss um die Bauwand herumkommen, um die Baustelle. Die Flächen, die wir wegnehmen, müssen wir irgendwie ersetzen oder mindestens schauen, dass der Passagier nicht stark tangiert wird. Und entsprechend müssen wir in der Kantonspolizei schauen, dass der ganze Grenzkontrollprozess reibungslos weiter funktionieren kann. Im Moment sind 8 Schleusen, die jetzt auch in den Pilotbetrieb gehen. Und im nächsten Schritt wird es dann darum gehen, auch bei der Ausreise solche automatisierte Grenzkontrollschleusen in Betrieb zu nehmen. Sie legen den Pass auf den Laser. Wichtig ist, dass man den natürlich auf die richtige Seite legt, nämlich dort, wo die Foto ist, geht runter, und dass man die Hand drauf hat, dass wirklich die Daten eingelesen werden können. Sobald alles gut ist, wird die Lampe grün und die Türe geht auf, sie gehen in die Schleuse hinein. Wenn sie in der Schleuse stehen, dann gibt es ein Foto mit dem Fotoapparat, das sie gegenüber sehen. Der macht ein Foto und mit dieser Foto wird überprüft, ob die Person, die in der Schleuse steht, die gleiche ist wie auf der Foto im Chip, wo der Pass bereits ausgelesen worden ist. Bereits vor 3 Jahren haben wir ja bei den herkömmlichen Grenzkontrollschaltern haben wir Technologie auf den neuesten Stand gebracht. Und die Einführung von automatisierten Grenzkontrollschaltern ist einfach ein Schritt in genau die Richtung, also innovativ neueste Technologien sehen, dass es die überhaupt gibt und einzusetzen. Die normalen Schalter werden bleiben. Es werden nicht alle bleiben. Wir werden auch bei der Ausreise 5 Schleusen einbauen. Das wird auf nächsten Sommer dann auch parat sein. Ich bin auch schon an anderen Flughäfen durch die automatisierten Gates durchgelaufen. Für mich persönlich ist das sehr angenehm, weil ich ja dann den Prozess selber steuern kann. Und damit habe ich ein angenehmes Gefühl, ich finde es komfortabel.